Ach ja, ist es nicht herzallerliebst, das kleine Pony? Also ich gönne ihm seinen friedvollen Erkundungsritt in der pittoresken Landidylle. Es ist nämlich noch gar nicht so lange her, da trieb sich das süße Reitgetier am Berliner Hauptbahnhof herum und schnorrte Passanten um Kleingeld an. Was blieb dem grüngeschweiften Punkpferdchen mit der lila Mähne anderes übrig? Aber lassen wir das. Lasst die Mega Drive Schundoffensive beginnen. Nachdem mich einige Leser darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich T2 The Arcade Game keinesfalls vergessen dürfe, will ich euch das Meisterwerk aus dem Hause Probe Entertainment auch nicht vorenthalten. Freut euch mit mir über einen herausragenden Bosskampf, der seinesgleichen sucht. Im Fahrwasser der Mortal Kombat und Jurassic Park Euphorie erblickte Primal Rage 1995 auf dem Mega Drive das Licht der Welt. Digitalisierte Dinos aus Ray Harryhausen Gedenkknete verprügeln sich nach Strich und Faden und bluten dabei nach allen Regeln der Kunst. Ein feuchter Traum für kleine Jungs. Aber halt, wer war nochmal der Entwickler? Probe Entertainment? Insider zucken zusammen. Einmal mehr offenbart sich ein Spiel des berüchtigten Acclaim-Haus- und Hofentwicklers als grafischer Blender. So hat man sich bei Probe die berühmt-berüchtigte Moralfrage aus Jurassic Park glatt geschenkt. Wir können das Spiel technisch umsetzen, aber sollten wir es deshalb auch tatsächlich tun? Welchen Nutzen bringt uns das? Also die Antwort kenne ich. 100 Mark vom Taschengeldkonto erbarmungswürdiger Echsen-Euphoriker, die impulsiv nach allem greifen, was Schuppen hat und nur laut genug kreischt, um ein richtig cooler Saurier zu sein. Leider, leider bleibt die dröge Dino-Drescherei hinter der reizvollen Präsentation zurück und ist auch noch ruckzuck durchgespielt. Hektisches Hämmern auf irgendeine Taste genügt, Specials funktionieren eh nicht. Zumindest nicht mit dem klassischen 3-Button-Pad des Mega Drives. Aber wozu eines mit 6 Tasten kaufen? Wird dadurch die Steuerung etwa präziser oder die Abfrage flotter und das Spiel dadurch zu guter Letzt sogar erträglich? Wohl kaum. Darauf könnt ihr einen lassen. Wir befinden uns noch immer im Kampf gegen den ersten Endgegner des überaus unterhaltsamen Terminator-Shooters. Und ich beginne, Chuck Norris herbeizusehnen. Doch nicht die eben erwähnte Kampfsport-Koryphäe mit dem roten Bart eilt herbei, sondern Shaquille O'Neal, seines Zeichens erfolgreicher Basketballriese mit glänzender Karriere. Was liegt da näher, als ein buntes Comic-Beat'em-up namens Shaq-Fu auf den Markt zu werfen? Shaq-Fu revolutioniert denn auch das Prügelgenre. Unberechenbare Sprungdistanzen sorgen für ein nie dagewesenes Spielgefühl. Gerüchte besagen übrigens, dass Shaq sogar über Spezialattacken verfügt. Und wer mir jetzt noch erzählen will, Halo sei ja so innovativ gewesen, der muss spätestens jetzt erkennen, dass Shaq-Fu dem Master Chief um etliche Jahre zuvor kam. Auch im Duell mit dem persischen Prinzen geht es... Moment mal, was war das? Nochmal langsam. Das war doch nicht etwa... Ich fass es nicht. Ein Special Move. Kommando zurück, das ist eine klare Kaufempfehlung. Und wie sieht's hier aus? Dauert wohl noch. Widmen wir uns in der Zwischenzeit einem anderen Roboterspiel. Jahrelang wurde Rise of the Robots gehypt. Spektakuläre Render-Charaktere sollten eine neue Dimension des Spielens einleiten, noch bevor das mit Donkey Kong Country auch tatsächlich gelang. Auf dem Mega Drive ist davon allerdings nicht viel übrig geblieben. Euer Cyborg starkst unbeholfen durch nichtssagende Kampfarenen und kriegt von seinen Widersachern ordentlich die Metallfresse poliert. Den wuchtigen Attacken hat euer Kämpfer einfach nichts entgegenzusetzen. Ein Schlag und ein Tritt. Mehr würde den Spieler auch nur verwirren. Wie fürsorglich. Genießt mit mir nun für ein paar Sekunden dieses anmutige Blechballett, dessen spannungsgeladene Duelle das Blut in euren Adern gefrieren lässt. Egal gegen wen ihr auch antretet, ihr kämpft immer in der Haut des blauen Cyborgs. Die größte Frechheit aber kommt jetzt. Rise of the Robots bricht sämtliche Konventionen des Prügelgenres und bietet einen Zwei-Spieler-Modus. Das revolutionäre neue Feature? Nur Spieler 2 darf aus der Kämpferriege wählen. Was für ein Schrott, im wahrsten Sinne des Wortes.
Apropos Schrott, offensichtlich zieht sich dieser Kampf noch länger hin. Nutzen wir die Zeit also, um einen Blick auf ein Spiel zu riskieren, das in Deutschland erst gar nicht erschienen ist. Heavy Nova. Befand sich Rise of the Robots schon an der Grenze zur Unspielbarkeit, so setzt dieses Robotergetümmel noch einen drauf. Während ihr zu Beginn noch durch seitwärts scrollende Abschnitte stapft und Minidrohnen versohlt, steigt der spielerische Anspruch mit der Einführung böser Steine rapide an. Bloßer Kontakt genügt und der garstige Kiesel raubt euch wertvolle Energie. Wie realistisch. Und solltet ihr bislang der Meinung gewesen sein, dass die vorgestellten Spiele keinen Spaß machen, dann seht euch diesen Kampf an und denkt darüber nach, denn hierzu fehlen mir einfach die Worte. So, genug davon. Diesem Spiel verleihe ich ein herzhaftes. Wie ihr seht, genügt es leider nicht, minutenlang auf den Oberkörper dieses panzerartigen Gefährts zu ballern, auch der Unterleib will bedient werden. Na gut, ihr ahnt es ja bereits. Das wird auch eine Weile dauern. Nutzt die Zeit, lest ein Buch. Holt euch was zu trinken, denn gleich kommt noch eine Überraschung, wie sie der waschechte Terminator-Fan noch nie gesehen hat. Hier ist er, der goldene Terminator. Toll! Und echt wertig.